ich bin der Schrader auf musikmachen.de und ich teste heute für euch einen neu definierten oder überarbeiteten Klassiker, und zwar die Paul Reed Smith Custom 24. Die Custom 24 ist mit Fastlock-Mechaniken ausgestattet, soll heißen, man braucht die Saite einfach nur hindurchziehen und von oben arretieren. Es entfällt also das lästige Drumherumwickeln. Dann führen die Saiten über einen Kunststoffsattel zum Mahagoni-Hals, der ein Palisander-Griffbrett mit Medium-Jumbo-Frets hat. Auf diesem Hals, sieht man hier, sind aufwendige Vogelintarsien, wie das auch schon beim Vorgänger war, in den Hals eingelassen. Der Hals selber ist ein Riegel-Ahorn-Hals. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es ein Klassiker ist. Also die Gitarre wird seit über 25 Jahren gebaut und inzwischen hat sich Paul Reed Smith wieder entschlossen, das frühere Halsprofil zu verwenden. Das ist ein bisschen dicker. Ich finde, es liegt super in der Hand. Könnt ihr ja gerne mal selbst auschecken. Das ist ja auch immer eine persönliche Sache, aber das ist ein bisschen mehr Holz. Ein bisschen mehr Holz schwingt ja auch immer ein bisschen besser, meine Meinung jedenfalls dazu. Außerdem ist der Hals natürlich eingeleimt. Der Hals läuft sozusagen in den Mahagoni-Korpus hinein, der wiederum mit einer Ahorndecke verleimt ist. Diese Ahorndecke ist, wie man sehen kann, mit sehr aufwendigen und hochwertigem Riegel-Ahorn versehen. Und diese Einheit hier von, man sieht das an der Seite übrigens schön, hier die Verhältnisse, diese Einheit ist von einem lang entwickelten V12-Lack versiegelt, den Paul Reed Smith in jahrelanger Feinarbeit entwickelt hat, um so die Brücke zwischen Nitro und Acryllack zu finden, also das Beste aus beiden Welten, eine gewisse Härte und gleichzeitig Schwingungsfreundlichkeit zu entwickeln. Weiter kommen dann hier die zwei Humbucker. Das sind auch Neuigkeiten, das sind sogenannte 59/09 Pickups. Der Hals-Pickup ist ein bisschen schwächer als der Steg-Pickup. Dann das bekannte Paul Reed Smith Tremolo, was in Vintage-Manier auch blendend funktioniert. Man kann die Pickups wählen über einen, das ist jetzt auch neu, nicht dreifach, sondern Fünffach-Schalter, sodass man die Stratocaster-ähnlichen Umschaltungen, das heißt Parallelschaltung zueinander, auch ein bisschen berücksichtigen kann. Und hat natürlich Volume und Ton als Podis. Schon trocken gespielt merkt man, dass die Gitarre außerordentlich schön schwingt, super Sustain hat und auch sehr gleichmäßige Tonentfaltung hat. Ich werde das Ganze jetzt mal am Verstärker testen, und zwar die Clean Sounds einzeln an den Pickup-Konstellationen testen. Ich fange mit dem Hals an. Kommen wir nun zu ein bisschen Crunch-Sounds. Die Custom 24 hat in ihrer Überarbeitung wirklich ein paar sehr nette und sehr effektive Erweiterungen erhalten, die ihr sehr, sehr gut zu Gesichte stehen. Die Gitarre ist aus besten Hölzern verarbeitet, klingt tierisch und ist nicht zuletzt über den neuen 5-fach-Pickup-Schalter sehr, sehr vielseitig. Mir persönlich gefällt sie sehr gut, sie lässt sich super bespielen, der Hals ist wirklich granatemäßig für E-Gitarre. Und tja, kostet leider auch ein bisschen was Geld, die ganze Sache. Sie ist ungefähr für 3,3 laut Liste zu bekommen. Wer dann immer noch was im Portemonnaie hat, kann sogar noch 600 drauflegen, dann bekommt er sogar einen Palisander-Hals, eine sicherlich sehr, sehr interessante Option noch bei dieser wirklich hochwertige, verarbeiteten Edelgitarre. Das war's von mir. Ich sag, vielleicht unbedingt mal anchecken. Wirklich ein großer Spaß, hier zu spielen. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal auf musikmachen.de.